Herzlich willkommen in Kapitel 2. Bevor wir so richtig konkret werden, wollen wir uns in diesem Kapitel noch mit etwas Theorie beschäftigen. Wie funktioniert eigentlich multimediales Lernen? Wir wissen natürlich, dass Lernen ein hochkomplexer Prozess ist. Dabei können wir verschiedene Perspektiven einnehmen, um Lernen besser verstehen zu können. Kognitive, soziale, motivationale und viele mehr. Die ganze Bandbreite können wir in diesem Kurs nicht behandeln. Das würde den Umfang einfach sprengen. Deswegen setzen wir hier einen Schwerpunkt, und zwar auf zwei kognitive Lerntheorien. Ich habe mich deswegen für die kognitiven Theorien entschieden, weil wir aus diesen sehr gut Prinzipien ableiten können, die wir direkt sowohl bei der Erstellung als auch bei der Bewertung von Lernvideos und Audios beachten können. Wir starten mit der Cognitive Load Theory von John Sweller. Hierbei wollen wir vor allem verstehen, wie unser Arbeitsgedächtnis funktioniert, dass unser Arbeitsgedächtnis begrenzt ist und wie wir darauf achten können, dass wir durch multimediale Inhalte nicht zu einer Überlastung desselbigen führen. Anschließend schauen wir uns die Cognitive Theory of Multimedia Learning von Richard Mayer genauer an. Dabei setzen wir wieder einen Schwerpunkt, und zwar auf seine 10 Prinzipien zum multimedialen Lernen. Diese 10 Prinzipien können Sie direkt anwenden, sowohl auf Ihr eigenes Lernvideo als auch zum Beispiel zur Einschätzung, wie gut Lernvideos zumindest aus der kognitiven Perspektive sind. Schauen Sie dazu gerne mal in die Anwendungs- und Reflexionsaufgabe dieses Kapitels.